Entschuldigt bitte die Verspätung. Kein Problem. Herr Liebenwerde hat die Thematik schon grob umrissen. Gut. Ihr wisst also Bescheid? Ja, aber wir haben schon gesagt, dass wir nichts wissen. Es geht nicht darum, ob ihr etwas wisst, sondern ob ihr irgendwelche Hinweise habt. Ist euch irgendetwas aufgefallen in letzter Zeit? Mitschüler, die sich auffällig verhalten haben? Ich weiß, dass es jetzt eine unangenehme Situation für euch ist. Nicht nur für euch übrigens. Aber versetzt euch doch mal in die Lage der Opfer. Wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass das aufhört. Und als Klassensprecher tragt ihr eine besondere Verantwortung. Ja, aber was sollen wir sagen, wenn wir nichts wissen? Lukas? Fällt dir niemand ein? Vielleicht hat ja jemand ein neues Handy oder teure Markenklamotten oder irgendjemand, der mit Geld geprahlt hat. Ich will nicht drüber reden. Du musst auch nicht darüber reden, wenn du nicht möchtest, Lukas. Richtig. Wir müssen auch überhaupt nicht reden. Schau mal. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Ja? Herr Liebenwerde? Du musst das natürlich nicht machen, Lukas, wenn du das nicht möchtest. Ja? Aber ich schlag vor, ich mach jetzt erstmal weiter. Wir sind ja schon fast durch. Der hier? Mhm. Der? Prima, danke dir, Lukas. Okay. Ich möchte euch noch mal daran erinnern, dass das hier Besprochene bitte unter uns bleibt. Ja? Okay. Ja? Ja. Richtig. Ja. War. Sie war es nicht. Jedes Mal ein Problem weg kann.